die Migros als langjähriger Hauptsponsor und Fuchs Design stand Staat. Textilien mit Leidenschaft unterstützen den 37. Luzerner Stadtlauf. Der Luzerner Stadtlauf 2014. Trotz dem schlechten Wetter sind 14'000 Läuferinnen und Läufer durch die Luzerner Altstadt gesprungen. Wir waren mit der Familie Dielz unterwegs, haben zusammen mit dem Team von Drecksack für Ordnung gesorgt und den OK-Präsident vom Stadtlauf, der Erwin Bachmann, durch den Tag begleitet. Die Laufschuhe der Familie Dielz stehen schon parat. Bevor es aber auf die 1,5 Kilometer lange Strecke geht, muss zuerst noch mal richtig Kraft tanken werden. Mit dem Mittag, der viel Kohlenhydrat hat. Die Vorfreude auf den Lauf ist seit dem Morgen schon gross. Bei den Kindern, Robin und der Eileen, aber auch beim Daniel und der Claudia. Ich denke, der Luzerner Stadtlauf ist wirklich ein Familien-Event, also wo man wirklich mit der ganzen Familie kann, in einer einmaligen Atmosphäre, finde ich, kann so einen Lauf absolvieren, so ein erstes Lauferlebnis, so eine Wettkampfatmosphäre kann erleben. Und darum ist der Luzerner Stadtlauf schon in dem Sinne ein fixes Datum in der Jahresplanung sozusagen. Nach dem Mittag heisst es dann anlegen. Das Wetter meint es heute nämlich nicht so gut. Es ist kalt und die warmen Jacken müssen mit. Die Familie Dielz geht schon zum 8. Mal in Folge zusammen nach Stadtlauf. Damals ist die 8-jährige Eileen noch im Kinderwagen mitgekommen. Jetzt springt sie selber mit. Trainiert haben die beiden Kinder nicht. Durch den Turnverein und zu viele Springen verrissen haben sie kein Problem mit der Laufstrecke. Eher die Eltern müssen schauen, dass sie den beiden noch nachmögen. Trotz dem kalten Wetter sind alle motiviert und freuen sich jetzt auf den Start. Der Geschäftsleiter vom Verein Luzerner Stadtlauf, Andreas Grüter, hier links im Bild, und der OK-Präsident Erwin Bachmann müssen, bevor die vielen Läuferinnen und Läufer überhaupt an den Start kommen können, noch mal einen Kontrollgang machen. Jetzt zeigt sich, ob sich das Planungsjahr für den Stadtlauf ausgezahlt hat. Auch der Eddie Unternährer, Leiter der Feuerpolizei, schaut noch mal, ob alles normgerecht aufgestellt ist und macht auf den verschiedenen Plätzen ein paar Stichproben. So, unser Hauptthema ist die Zufahrtsmöglichkeiten der Feuerwehr, dass die gewährleistet sind. Es geht darum, in der Altstadt, dass man mit einer Autotreileiter und mit einem Tanklöschfahrzeug jederzeit hier zufahren könnte, auch wenn die Sachen relativ eng stehen jetzt. Nach dem Rundgang schaut Erwin Bachmann dem Start positiv entgegen. Es ist alles pünktlich parat, trotzdem, dass eine Beeinträchtigung heute Morgen war, vor allem wegen dem Regen, wo jetzt Gott sei Dank aufhört und ab Mittag regnet es dann ja nicht mehr. Und nein, der Zustand der Strecke und alle Bauten und so, das ist okay. Wir müssen meistens noch ein bisschen warten, bis der März vorbei ist, für gewisse Bauten aufzustellen, aber das kommt schon gut. Alles hat geklappt, nichts ist vergessen worden. Der Weg für den Stadtlauf ist frei. Nur noch 2 Stunden bis zum Start und trotzdem ist das Gebiet um die Bahnhofstrasse noch recht leer. Die Männer vom Drecksack sind aber schon seit dem Morgen im Einsatz und müssen noch die letzten Drecksäcke aufstellen. Laut dem Geschäftsleiter Markus Lüchinger gibt es hier schon noch etwas zu tun. Hier bei der Bahnhofstrasse müssen wir jetzt noch sämtliche Drecksäcke aufstellen. Und zwar, wir haben Pläne. Das sind eigentlich solche Pläne, nach denen arbeiten wir eigentlich. Das heisst, wir haben jetzt am Morgen schon die ganze Altstadt aufgestellt. Jetzt kommt noch
die ganze Bahnhofstrasse. Der Bahnhofplatz kommt noch dazu. Das heisst, wir stellen jetzt hier noch um die 25 bis 30 Drecksäcke aufstellen. Rund 100 von diesen Drecksäcken sind in der ganzen Stadt verteilt. Seit 8 Jahren ist der Drecksack mit Sitz in Emmenbrück vor allem bei Grossanlässen in der Stadt Luzern im Einsatz. So Anlässe wie der Stadtlauf sind hier dabei dankbare Events. Also es ist halt vom Publikum halt auch ein anderes Publikum als an der Fasnacht oder halt am Stadtfest Luzern. Also wir haben natürlich wesentlich viel mehr Abfall am Luzernenfest und noch viel mehr Abfall halt an der Fasnacht. Und ist, ja, das ist sind dann schwierigere Anlässe. Dort ist auch, das halt, dass wir halt natürlich rund um die Tour unterwegs sind. Und da ist es, das ist ein sehr feiner und dankbarer Anlass natürlich auch für uns. Also auch vom Publikum her natürlich ganz etwas anderes. Kurz vor dem Stadtlauf sind mittlerweile alle Drecksäcke aufgestellt. Jetzt zählt für Markus Lüchinger nur noch eins. Am Schluss ist wichtig, wenn wir am Morgen irgendwann um 1, 2, 3 fertig sind, muss einfach alles sauber sein und alle Kübel leer. Beim Einwärmen vor dem Suva-Stand treffen wir wieder auf die Familie Dilz. So kurz vor dem Start sind natürlich alle aufgeregt und so gelingt es den einen ein bisschen mehr und den anderen ein bisschen weniger, sich auf die ganzen Einwärme- und Dehnübungen zu konzentrieren. Die Muskeln muss man vor so einem Lauf natürlich gut einwärmen. So wird die Verletzungsgefahr für die Läuferinnen und die Läufer verkleinert. Jetzt geht es dann gerade los. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fest sind ihr jetzt aufgeregt? Sehr fest. Sehr. Und jetzt, wenn es dann losgeht, wer ist der schnellste von euch allen? Ich. Ich bin auch ein bisschen schnell. Ja. Zwar läuft die Familie Dilz mit zeitmässig, trotzdem ist ihre Zeit nur zweitrangig. Viel wichtiger ist es ihnen, zusammen mit den Kindern Spass am Laufen zu haben. Während die einen schon unterwegs sind und schwitzen, begrüßt Erwin Bachmann in der Kornschütte den Gastkanton Zug. Und er holt seine Nummern für den Solidaritätslauf ab. Am Start trifft er auf die Läuferinnen und Läufer von der Stiftung für schwerbehinderte Menschen. Das gezahlte Startgeld geht dieses Jahr an die geschützte Werkstätte Werkbruck. Das ist eine Organisation, die mit psychisch beeinträchtigten Menschen zusammenarbeitet. Unterwegs zieht Erwin Bachmann schon die erste Zwischenbilanz. Also wenn man die Wetterbedingungen anschaut, die ausnahmsweise am Stadtlauf mal nicht wunderbare Sonne da ist, dann muss ich sagen, die Beteiligung ist hervorragend. Es sind gegen 14'000 angemeldet
Und die Stimmung ist eigentlich auch ganz gut in der Stadt. Die Läufer sind zufrieden und Gott sei Dank regnen tut es eigentlich nicht. Es ist ein bisschen kalt. Super, danke vielmals. Guten Lauf. Jetzt wird von Erwin Bachmann überprüft, ob die Stimmung auf dem Laufkurs wirklich so gut ist, wie man erwartet. Nach den locker gejoggeten 660 Meter ist der UK-Präsident im Ziel. Jetzt kann er bestätigen. Ja, es war locker, wie jedes Jahr. Und ich war auch erstaunt, dass sehr viele Zuschauer an der Strasse stehen, die eine riesige, riesige Stimmung machen. Also heisst das, trotz schlechtem Wetter ist die Stimmung da? Die Stimmung ist absolut vorhanden und wie gesagt, am Stadtlauf gibt es nie schlechtes Wetter, sondern höchstens einmal keine Sonne. Der Tag ist für den Erwin Bachmann aber noch nicht vorbei. Für ihn heisst es jetzt umziehen und schick machen. Die Siegerehrung der Elite steht nämlich noch auf seinem Programm. Selber. Wieder zurück beim Drecksack-Team. Der Einsatzleiter vom heutigen Stadtlauf, der Faton Franja, instruiert seine Mitarbeiter. Während dem Lauf gibt es für die Mitarbeiter eigentlich nicht so viel zu tun. Ja, wir tun jetzt die Säcke patrouillieren da. Wir tun jetzt schauen, dass da die Säcke nicht überfüllt sind. Wir gehen in jedem Sack nach und tun wir da auswechseln, sobald sie voll sind. So touren also verschiedene Teams von Drecksack durch die Stadt Luzern. Jeder Sack wird kontrolliert und angeschaut. Das ist gut. Wir schieben sie jetzt nur auf die Seite, dass sie einfach ein bisschen versteckt sind. Und dann am Schluss verladen wir einfach. Dann bringen wir nachher alles auf einmal runterbringen. Mehr können die Mitarbeiter des Drecksack-Teams momentan gar nicht machen. Die grosse Arbeit fällt erst nach dem Stadtlauf an. Darum gibt es auch für sie noch ein bisschen Zeit, um die Läuferinnen und Läufer am Strassenrand anzuführen. Im Ziel fällt für uns die Suche nach der Familie Dilz an. Die vier kommen nach 10 Minuten und 55 Sekunden ein bisschen erschöpft, aber auch zufrieden mit ihrer Zeit im Ziel auf dem Kappelplatz an. Der Jüngste der Familie ist besonders stolz auf seinen Endspurt. Wenn ich jetzt den Düsenjetter einhalte, dann würde ich gewinnen. Und Alessia Galliker aus dem letzten Meter. Alessia, ja. Bravo! Nein. Aber es kommt dann, oder? Nächstes Jahr? Mhm. Jetzt, wie war die Stimmung unterwegs? Die Stimmung ist sensationell. Das Publikum führt einem mega cool an. Die Kulisse hier zu sehen in der Altstadt ist wirklich genial. Es war wunderbar. Und du bist auch zufrieden mit der Zeit, die wir jetzt erreicht haben? Ja. Nächstes Jahr wieder dabei? Annika. Ja. In den gelben Trikots. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt, wie geht es jetzt für euch weiter? Was steht noch? Also heute noch steht noch auf dem Programm, dass ich mit den Kindern zusammen mit meiner Jugendriege zusammen starte, im Plauschrennen. Und Dani geht dann noch mit der Mannenkategorie um die 7 herum. Hoffen wir, das Wetter bleibt so. Am Abend nach dem Lauf der Elite hat Erwin Bachmann noch mal einen Einsatz. Er übergibt in der Nachwuchselite die Medaillen und die Preise. So auch Flavia Stutz, die mit 8 Minuten und 20 Sekunden die schnellste Zeit in der Kategorie Frauen-Nachwuchselite gelaufen ist. Obwohl er bei der Elite selber keine Preise übergibt, gratuliert Erwin Bachmann den Athleten noch persönlich. So geht für ihn der Stadtlauf langsam am Ende entgegen. So seine Bilanz. Die Zuschauerzahlen sind nicht ganz so, wie wir sie sonst haben, wenn es wunderschönes Wetter ist. Aber wichtig ist für uns auch, dass bis jetzt der ganze Anlass ohne nennenswerten Unfall über die Bühne ist. Und das vor allem bei so vielen Leuten, mit so vielen Kindern und Familien, ist das absolut toll. Und da freuen wir uns ganz speziell darüber. Die Organisation für den 38. Luzerner Stadtlauf im nächsten Jahr hat Erwin Bachmann bereits schon wieder angefangen zu planen. Am 37. Luzerner Stadtlauf aus. Der Stadtlauf ist fertig. Jetzt geht die Arbeit für den Faton Franja und sein Team erst richtig los. Auf der ganzen Strecke vom Stadtlauf müssen jetzt alle 100 Drecksäcke eingesammelt werden und zusätzlich auch der ganze Güssel am Boden. Eine stundenlange Arbeit. Ja, seit dem Stadtlauf ist etwa um 8 Uhr fertig. Also jetzt würde ich sagen, etwa bis um 1:30 Uhr in der Nacht sind wir voll im Einsatz da am Verräumen. Als zusätzliche Schwierigkeit kommt jetzt die Dunkelheit dazu. Den Dreck sieht man im Dunkeln halt auch nicht so gut. Ja, klar ist es ein bisschen schwierig, aber wir haben eben noch die Strassenlaternen da und von dem her hilft uns schon noch. Aber klar ist es schon ein bisschen schwierig.
Und nach dem langen Einsatztag fühlt sich der Vater und Franja fast, als wäre er selber am Stadtlauf mitgesprungen. Du bist lange auf der Bike? Ja, ganz lang, ziemlich lang, seit um 7:30 am Morgen. Und es ist eigentlich noch ganz gut, aber wenn ich jetzt heimgehe und das mit überlege, was ich alles gemacht habe, dann denke ich, oh, warum habe ich nicht im Stadtlauf mitgemacht? Circa um 2 in der Nacht sind dann auch die Mitarbeiter von Drecksack fertig mit der Arbeit. Der Stadtlauf ist vorbei und alles wieder sauber. Aber schon in einem Jahr springen dann wieder die Laufwütigen durch die Luzerner Altstadt. Migros als langjähriger Hauptsponsor und Fuchs Design stand Staat. Textilien mit Leidenschaft unterstützen den 37. Luzerner Stadtlauf.